Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf der Geigenberg. Schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Ihr seht, wir sind nahtlos weiter am Schwaden und werden das natürlich dann heute fertig bekommen und natürlich vorm Schlafen versuchen, das Ganze hier noch einzufahren. Ich muss dann jetzt bloß noch mal schauen, ob wir denn soweit ready sind in Bezug auf das Gras, ob wir soweit noch genug Gras drin, drin haben im Silo oder nicht. Also mit Silo meine ich unsere Heutrocknung, ja? Weil wir brauchen auch, na komm. Weil wir brauchen natürlich auch da Gras, ne? Das Heu, ist klar. Deswegen muss man ganz einfach mal schauen. So. Okay, perfekt. Machen wir zu, das Ding. Und dann bauen wir das Ganze erstmal rein. Hier ist jetzt geschwadet, da ist geschwadet. Okay, perfekt. Wir müssen natürlich sehen, wir werden den Schwader, stellen wir den Kollegen hin. Den könnten wir erstmal hinten auf die Wiese stellen. Dort, wo wir unseren Futtermischer haben, da stellen wir ihn erstmal hin. Oder kriegen wir ihn hier rein? Ne, hier ist zu groß. Das ist auch zu groß. Ja, komm, wir stellen den erstmal hier hinten hin. Kommen wir erstmal hier ums Eck. Sollte ganz gut passen. Genau. Stellen wir erstmal hier hinter. Hier an der Seite. Das passt recht gut. So. Dann werden wir unseren kleinen Asch mal wieder rein. Und dann machen wir mal Auge wegen einem Sammelwagen. Das Ganze einfahren. So, Kollege, du kommst hier rein. Ist recht gut. Ich hoffe nur, weil die springt nicht wieder auf dir rum. Das wäre sonst etwas uncool. So, ach, guck dir das an. Ist halt schön schön, ne? So, genau. Wir haben in der letzten Folge gesagt, wir wollen natürlich auch schauen, die 52, da sind wir dran vorbeigefahren. Die ist ja voll mit Mais. Und die 60. So, dann haben wir, das Feld haben wir ja. Was kostet uns die 165.000? Das ist gut, die kaufen wir uns. Und die 42 passt auch mit rein, die kaufen wir uns auch. So, das bedeutet aber auch, wir brauchen dazu die Bodeninformationen. Die werden wir kaufen. Und, wir haben ja fast gar keine Bodeninformationen, sehe ich gerade. Die müssen wir uns natürlich mal zulegen hier. So, auch für hier. Oh, das wird teuer Geld. Es geht nicht anders. Wir brauchen es halt einfach. Haben wir auch Bodeninformationen. Dann haben wir hier die Bodeninformationen. Die haben wir alle gekauft. So, warte mal, hier haben wir auch Informationen. Hier. So, wir haben auf der 7 haben wir Raps und auf der 86, das müsste eigentlich, ach du glaubst es nicht, das sind Kartoffeln. Oha. Ja, aber die Kartoffeln brauchen wir halt auch für unsere Schweine dann. 7 ist halt auch erntereif, das ist so eine Sache. Aber gut, wir müssen jetzt schauen. Haben wir einen Ladewagen. Und unser Ladewagen steht logischerweise hier oben. So,
Da bietet sich's an. Er müsste das eigentlich schaffen, oder? Unser Case. Der braucht 120 PS. 105. Ach, perfekt. Passt doch. Passt doch. So. Dann nehmen wir nämlich unseren Kollegen. Und hängen da den Ladewagen davor. Und beginnen natürlich das Zeug einzufahren. So, aber warte, wir müssen hier vorne lang. So. Sind 53. Die Zeit rennt, meine Lieben. Die Zeit rennt. Wir müssen uns etwas sputen. Und da wirklich zu Potte kommen hier. So. Auf jeden Fall gut ist, dass wir die Felder uns jetzt schon mal zugelegt haben. Natürlich ist da unser Geld etwas geschwunden. Aber es wird sich dann natürlich auch wieder in die positive Richtung bewegen. So nach und nach. Ja, beißt du mal aus keinem Faden ab. So. Oh, wir haben ja hier noch Stroh. Wir haben noch 44% Stroh drin. Ja, warte mal. Erstmal zur Futtermischer. Erstmal machen wir hier vorne ein bisschen was rein. Ob da noch was reingeht ins Lager. I hope so. Und dann müssen wir kicken. So. Ich Ochse, hier kommt doch. Hier kommt doch kein Stroh rein. Kommt doch das Grün rein. Ich habe einen Fehler gerade selber gemerkt, leider. Da kriegen wir hin. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Ein bisschen kurbeln und dann sollte es passen. So. Ist Stroh voll? Warte mal. Ah, Stroh ist voll. Ah, das ist so eine Sache. Ich glaube, da werden wir nicht drum rumkommen, uns einen Strohhaufen zu machen. Das ist halt leider so. Weil hier wird jetzt nicht mehr viel reingehen. So. Oder doch, hier geht einiges rein. Hier geht einiges rein. Gar nicht so schlecht. Perfekt. Gut. Hat sich das mit dem Strohthema auch erledigt? Sehr gut. Sehr, sehr gut. So. Ja dann. Geht's los. Und Gras einfahren. Ins Silo. Wir werden natürlich erstmal hier hinten anfangen mit der Wiese. Ist ganz klar. Die ist nahegelegen. Und dann nehmen wir die erstmal weg. Und dann fahren wir raus. Und sammeln dann die andere Wiese. So. Ah, hier hinten habe ich was vergessen. Asche über mein Haupt. So, perfekt. Sehr gut. Da holen wir jetzt das Zeug rein. Dann lippt das Ganze. Aber es kann natürlich sein, für euch wird es jetzt immer dunkler und das ist für euch halt immer ein bisschen suboptimal. Es kann natürlich sein, dass ich dann wohl zur nächsten Folge hin gespult habe, also beziehungsweise schlafen war in-game. Ganz einfach, um das für euch halt auch ansehnlicher zu machen, dass ihr es bei Tag seht und
ja, nicht unbedingt bei Nacht, weil ich glaube, bei Nacht, das ist halt für euch schon auch beim Zuschauen immer etwas, wie soll ich sagen, lästig, wenn das so dunkel ist, weil ihr ja nicht genau seht. Na, wisst ihr, wie ich meine? Oh. Deswegen könnt ihr mir natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben. Ihr wisst, ich bin da immer sehr offen für eure Gedanken, Meinungen etc. pp. Und da gucken wir dann natürlich ganz einfach. So. Sehen, dass wir alles schön mitnehmen. Das ärgert mich, dass ich hier hinten jetzt nicht so ordentlich geschwadet habe, dass das hier auf Schwad liegt. Das findet mein innerer Monk gar nicht gut. So. Wir können halt nicht anders, ne? Wir müssen jetzt das eine Silo mit Gras voll machen. Silagemäßig. Und das andere dann mit Mais. Silage, also mit Maishäckselgut, weil ja, der Winter steht vor der Tür, meine Lieben. Der Winter steht langsam, aber sicher vor der Tür, ne? Müssen wir sehen, dass wir da zu Rande kommen. So. Das hier ärgert mich. Das müssen wir jetzt irgendwie bereinigen hier. Das wird doch zwischen ein bisschen sauber. Hier nochmal lang. Mal hier auch weitestgehend alles mitnehmen. Wird ein bisschen sauberer aussieht. Dann sollte das passen. Perfekt. Was dann noch die kleinen Futzel sind, die nehmen wir natürlich dann später auch noch mit auf, das ist ganz klar. So, aber jetzt haben wir es doch halbwegs hinbekommen, das so gut es geht wieder ordentlich zu machen. Ja, aber ihr seht, ne, es passiert, man kann mal was vergessen. Ist halt so, beißt die Maus kein Faden ab. Kommt vor. So. Der erste Ladewagen wenigstens gleich voll. Und dann können wir das gleich ins Silo verbringen. So, perfekto. Ja dann, ab geht die Luzi, ab ins Silo. Gott sei Dank ist der Weg nicht so weit. Und dann schauen wir mal. Werden dazu aber mal F1 mit aufmachen. Werden einfach hier mal reintüdeln. So. Ganze Klammer hier reinladen und dann sollte das auch passen.
Wunderbar. Sehr gut. So, aber meine lieben YouTuberinos, ihr seht, ich habe ja echt noch gut zu tun. Ja? Und das wird langsam. Denke mal, wir werden gut vorbereitet in den Winter gehen. Und ja, ihr lasst das Däumchen da. Ich wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende. Und wir sehen uns später. Bis dahin. Tschüss und ciao.